Für was könnte ich jetzt zum Beispiel den Brokkoli einsetzen? Brokkoli hat 100-mal mehr Sulforaphan als Brokkoli-Gemüse, haben wir schon gesagt. Also vor allem, ich würde sagen, vorbeugend für die Gesundheit. Das ist einmal das Erste. Wir wissen auch, gut, wir haben eh schon den Disclaimer am Anfang des Videos gemacht, Brokkoli-Sprossen werden auch also begleitend bei der Chemotherapie oder auch wirklich zur Krebsbekämpfung eingesetzt, weil das Sulforaphan eben wirklich so mega stark ist. Ich würde es aber ganz generell einfach so, und auch, also alle Brassica-Sorten sind wirklich genial. Brassica, da gehört dazu Kohl, Rotkohl, da gehört Grünkohl, also Kale, all diese Sorten, Senf, Radieschen, all diese Sorten gehören dazu. Wir haben auch eben diese Senföle drinnen, die wirken auch jetzt vor allem bei Radieschen, würde ich sagen, stark antibakteriell, im Winter genial, wenn alle draußen mit einem Schnupfen herumlaufen. Oder wir haben Senf zum Beispiel, das ist auch vor allem genial für die Atemwege, natürlich auch Radieschen, genau. Das ist ein breites Ich könnte Wirkungsspektrum. immer so weit gehen, und es sind immer so viele Aspekte, die jedoch zu beachten sind. Etwas ist ganz wichtig, dass ich das erwähne, weil wir wissen eben, Radieschen, Senf und Co. sind genial eben aufgrund ihrer ätherischen Öle. Achtung allerdings, esst nicht zu viel davon, weil es kann auch reizend auf den Magen wirken. Das ist dann zum Beispiel auch was. Also ich habe so einen Tipp, ich gebe immer.